Vor rund 5 Milliarden Jahren, also rund 10 Milliarden Jahre nach dem Urknall, der als Beginn unseres Universums gilt, kollabiert diese Wolke durch die eigene Anziehungskraft. Unser Sonnensystem entstand vermutlich aus der zunehmenden Verdichtung von Gas, das um sich selbst rotierte und dabei den Stern und die Planeten anzog. Wie eine Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette ihre Arme hoch und an den Körper zieht. Als der Stern genügend Dichte hatte, begann der Fusionsprozess. Er begann zu glühen und strahlte Sonnenlicht ab. Warum glauben Wissenschaftler, dass die Sonne durch eine Supernova entstanden ist? Der Beweis dafür findet sich auf unserer Erde. Schwere Elemente mit hoher Dichte, wie beispielsweise Uran, das wir für den Betrieb von Atomkraftwerken abbauen, können nicht in der Sonne entstanden sein. Für die Entstehung von Elementen, die schwerer als Eisen sind, gibt es in einem Stern dieser Größe einfach nicht genügend Hitze. Schwere Elemente wie Uran können nur durch gewaltige kosmische Explosionen entstehen. Die Erde und die anderen Planeten in unserem Sonnensystem sind aus derselben Gasverdichtung wie die Sonne entstanden. Dabei übernimmt die Sonne 99% der Gesamtmasse. Dadurch wird sie in unserem Sonnensystem zum größten Objekt mit der stärksten Anziehungskraft. Deshalb dreht sich alles andere um diesen Stern. Im Gegensatz zu den anderen Planeten hat die Erde den idealen Abstand zur Sonne. Wäre der Abstand kleiner, würden unsere Meere verdampfen und der Boden wäre heiß genug, um darauf Blei zu schmelzen. Wäre er größer, wäre unser Planet eine gefrorene Eiswüste. Die Erde befindet sich in unserem Sonnensystem vielleicht an der für uns richtigen Stelle. Doch befindet sie sich immer noch in der Gefahrenzone der Sonne. Unsere Sonne wird jedes Jahr von vielen tausend gewaltigen Explosionen erschüttert. Diese Explosionen entstehen jedoch nicht durch die nuklearen Reaktionen in ihrem Kern, sondern durch Magnetismus. Durch die Rotation der Erde ist unser Magnetfeld sehr einfach aufgebaut. Es gibt zwei Pole, einen im Norden und einen im Süden. Deshalb lassen sich mit einem Kompass die Himmelsrichtungen so leicht bestimmen. Doch auf der Sonne gibt es nicht nur zwei, sondern bis zu 10 Millionen Pole. Das Magnetfeld der Sonne ist hochkomplex. Zwar wird sie durch die Gravitation zusammengehalten, doch das Plasma rotiert nicht gleichmäßig. Während es am Äquator einmal in 25 Erdtagen rotiert, dauert die Rotation an den Polen rund 35 Tage. Auf der Sonne gibt es eine sogenannte differenzielle Rotation. Das Plasma ist ständig in Bewegung und bringt das Magnetfeld durcheinander. Die Magnetfeldlinien sind zwar unsichtbar, sie lassen sich aber auf der Sonne durch sogenannte koronale Schleifen und Protuberanzen nachweisen, die in die Sonnenatmosphäre aufsteigen. So wie sich Metallspäne an einem einfachen Magneten ausrichten, verlaufen diese Materieströme genau entsprechend des Magnetfeldes der Sonne. Diese Plasmabögen sind so groß, dass sie einen Planeten von der Größe Jupiters umspannen könnten. Manchmal formen die Magnetfelder das Plasma in der Atmosphäre der Sonne zu majestätischen Spiralformen, den sogenannten Feldlinien. Eine magnetische Feldlinie ist so etwas wie eine Spirale. Sie hat eine Helixstruktur. Solche verdrehten Magnetfelder speichern sehr viel magnetische Energie. Manchmal verdrehen sie sich nochmals, wodurch die Energie weiter erhöht wird. Diese Plasmaprotuberanzen können Wochen oder Monate